Also, ich habe hier ein Thema. Diesen Mindset brauchst du, um zu manifestieren. Und zwar möchte ich dir das jetzt aufzeichnen hier, so dass du siehst, um was es wirklich geht. Also, gehen wir zum Whiteboard und dann werde ich dir das aufzeichnen. Genau. Es ist so, so wichtig, dass du verstehst, was es heißt, dass du ein energetisches Wesen bist. So, das, Sieben, das ist dein Ich Bin. Ja? Das ist das Zentrum. Du bist das Zentrum der Welt. Du bist das Zentrum deiner Welt. Und das ist schon mal der wichtigste Mindset, den du brauchst, um zu erkennen, ich bin alles. Ich bin also auch wichtig. Es dreht sich alles um mich. Und das ist so, so wichtig, dass du das erkennst. Ich bin wichtig, weil wir haben als Kinder immer beigebracht bekommen, dass sich die Welt nicht um uns dreht. Wir haben als Kinder immer beigebracht bekommen, dass es wichtig ist, zu schauen, was andere machen, zu schauen, was andere wollen, anderen quasi Gefallen zu tun und immer wieder der Fokus nach außen. Dieser Fokus ist uns beigebracht worden. Wir haben uns immer erfahren als in Relation von jemand anders. Andere. Und das ist in Fleisch und Blut übergegangen, so dass wir immer wieder schauen, immer wieder uns vergleichen, immer wieder schauen, was andere machen, wie andere sich verhalten, was andere denken. Und das ist so, so wichtig, einfach zu verstehen, wenn ich hier aus meinem Ich Bin, aus meinem Selbstkonzept, ja, ich schreibe es mal noch hier hin, ich hoffe, es klappt, aus meinem Selbstkonzept schaue ich in die Welt und bin so fokussiert auf die anderen, weil mir das beigebracht worden ist. Es ist mir beigebracht worden, dass ich schauen muss, was die anderen machen und dass ich mich vergleichen muss. Und jetzt möchte ich dir zeigen, wie du diesen Blick auf andere so richtest, dass du das bekommst, was du haben möchtest. Weil wir sind so konditioniert, dass wir die anderen aus unserer Mangelperspektive anschauen. Ja? Perspektive. Also, ich sehe bei mir Mangel. Dann schaue ich andere an und denke mir entweder, haben die das, was ich möchte? Wie so haben die das, was ich möchte? Oder ich schaue aus der anderen Mangelperspektive und schaue, ah, der hat auch nicht das, was ich möchte. Also ist das, was ich möchte, ja eigentlich für niemanden. Also sollte ich das auch nicht wollen, weil die anderen haben das ja auch nicht. Und das machst du, weil du einerseits deinesgleichen suchst und irgendwo dazugehören möchtest und gleichzeitig dann sagst, ja gut, das ist nicht für mich. Oder du schaust bei den anderen, die Dinge haben, die ein Leben leben, das du dir gerne
auch ermöglichen möchtest, aber du setzt sie auf einen Podest. Das heißt, die anderen sind ein unglaublich wichtiger Informationsgeber für dich, weil entweder setzt du die anderen auf ein Podest, oder? Das ist der andere auf dem Podest. Oder der andere auf Augenhöhe. So, diese zwei Leute siehst du in deinem Leben. Da guckst du hin. Der eine, der macht dich schlechter. Diese Perspektive, die macht dich schlechter. Und der, der auf Augenhöhe macht, der macht dich zugehörig. Und jetzt erkennst du, was passiert, wenn du immer wieder nach außen schaust. Entweder fühlst du dich schlechter als die anderen, die du siehst, oder du fühlst dich zugehörig, bist auf Augenhöhe. Und das heißt, du bist Status quo. Du bewegst dich nicht. Beide Perspektiven, diese oder diese, wenn du diese annimmst, bedeutet das für dich, entweder ich bin schlechter oder ich gehöre halt zu denen, die das nicht haben, die nicht so viel Geld haben, die nicht so viel Zeit haben, die nicht so viel Freiheit haben, aber ich gehöre halt zu denen. Und beide Perspektiven nimmst du ein. Also entweder sagst du, ich bin schlechter als die, die das haben, was ich möchte. Oder du sagst, ich gehöre halt zu denen, die das nicht haben, was ich möchte. Status quo, Status quo, Status quo. Und das ist dieser Mindset, den die meisten Menschen haben, den wir anerzogen bekommen, der uns absolut nicht wachsen lässt, der uns nicht dorthin bringt, der uns nicht in die Manifestationen unserer Wünsche bringt. Diesen Mindset, diesen, ich nenne ihn menschlichen Mindset, ja, das machen wir, das ist menschlich. Und dieses Menschliche, das hält uns einfach da, wo wir sind, Status quo, keine Bewegung, keine Veränderung. Es bleibt alles, wie es ist. Und jetzt geht es mir darum, dass du verstehst, dass du diese menschliche Ansicht, diesen menschlichen Mindset nicht behalten musst. Du kannst erkennen, dass du ein göttliches Wesen bist, dass du eben, ich bin göttlich, dass du wirklich siehst, göttlich heißt, ich bin energetisch. Ich bin eine energetische Blueprint. Das ist das, was ich bin. Nicht mein Mindset, den ich aus meinem menschlichen Denken mitgenommen habe. Diesen Mindset brauche ich nicht. Ich kann einen göttlichen, energetischen Mindset annehmen. Und das heißt, wenn dieser energetische, göttliche Mindset, was bedeutet das? Ich bin, das bedeutet, ich bin das, was ich bin. Alles, was ich bin. Und ich muss nicht sagen, ich bin schlechter. Ich muss auch nicht sagen, ich gehöre irgendwo dazu, sondern ich bin super einzigartig. Ich bin aus göttlicher Energie. Ja, ich bin aus göttlicher Energie. Und göttliche Energie ist eine Energie, die ist perfekt. Verstehst du? Perfekt. Ich bin perfekt. Und wenn ich perfekt bin, dann habe ich keinen Mangel. Es fehlt mir an nichts. Es fehlt mir an nichts.
Mangel existiert nicht. Also muss ich auch nicht nach außen gehen und versuchen, Mangel zu sehen, sondern ich muss Fülle und Erfülltheit. Das darf ich sehen. Fülle und Erfülltheit darf ich spüren. Fülle und Erfülltheit darf ich für mich annehmen, denn das ist das, was ich bin. Ich bin Fülle und Erfülltheit. Nur wenn ich nach außen schaue, aus meinem menschlichen Verstand, aus dem Verstand, der eben sagt, schau im Außen nach dem Mangel, schau im Außen entweder da, wo andere genauso im Mangel sind wie du, oder schau im Außen da, wo andere nicht so im Mangel sind wie du und du deinen Mangel besser erkennst. Und das ist dieser Mangel-Mindset, der in unserem menschlichen Denken abgespeichert ist. Und wenn du jetzt aber sagst, okay, es reicht mir, ich erkenne, dass ich die Wahl habe und dass ich wählen kann, was mein Mindset ist, dass meine Gedanken sind frei, mein Mindset ist frei. Niemand kann mir sagen, wie ich die Dinge wahrnehmen soll. Ich muss mich nach keinen Regeln halten, ich muss mich nach keinen Ansichten halten, sondern einzig und allein aus diesem göttlichen Mindset, mein göttliches Design, mein Divine Design, daraus sehe ich die Welt. Da erkenne ich all die Fülle, die ich auch in der Natur erkenne. Da kenne ich all die Fülle, die einfach per se schon da ist. Und ich öffne mich für dieses Fülle-Denken. Es ist ein Denken in Fülle. Der Divine Design Mindset ist ein Fülle-Denken. Und das habe ich als Mensch nicht gelernt. Also muss ich jetzt meinem Menschen diesen göttlichen Mindset, dieses Fülle-Denken, Fülle sehen, beibringen. Ich muss das neu lernen. Ich muss lernen, Fülle sehen. Ich muss lernen, Potenziale und Möglichkeiten sehen. Ich muss sehen, diese Erfüllung, ich muss Erfüllung sehen, Erfüllung aller Wünsche. Weil nur wenn ich die Erfüllung all meiner Wünsche sehe, dann habe ich das, was ich letztendlich will. Nämlich, ich bin erfüllt. Ich bin erfüllt. Ich bin erfüllt. Ich bin in Ordnung. Ich bin perfekt. Ich bin Liebe. Ich bin geliebt. Das will ich doch alles. Aber ich kann es nicht sein, wenn ich es nicht bin. Nochmal, ich kann es nicht sein, wenn ich es nicht bin. Also muss ich es zuerst sein, damit ich es nachher bin. Ich muss es zuerst sein, damit ich es nachher bin. Also muss ich zuerst in mir, durch meinen Mindset, durch meine Ansichten, erkennen, wer ich wirklich bin in dieser göttlichen Perspektive. Ich muss erkennen, dass in dieser göttlich-energetischen Perspektive keine Zeit eine Rolle spielt, dass keine Geschichte eine Rolle spielt, dass keine Bedingung eine Rolle spielt, dass keine Analyse eine Rolle spielt. Es spielt nichts eine Rolle. Dieses Fülle-Denken ist ein energetisches Denken und ein energetisches Denken, das denkt in Ja oder Nein, in Plus oder Minus, in Ja oder Nein, in Sein oder Nichtsein. So denkt Energie, energetisches Denken. Und dieses energetische Denken
aus göttlicher Perspektive findet hier auf dieser Seite statt. Siehst du das? Hier auf dieser Seite findet das göttliche Denken. Ja, es herrscht Fülle. Ja, ich bin erfüllt. Ja, ich bin perfekt. Ja, ich bin Liebe. Ja, ich bin Fülle. Ich bin erfüllt. Das heißt, ich bin reich. Ich bin alles. Das ist dieses göttliche Denken, dieses Ja, 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 Ja. Und wenn du dieses Denken in dich implementierst und immer wieder Ja zu dir selber sagst, Ja zu deinen Wünschen sagst, Ja zu deiner Erfüllung sagst, Ja zu deiner Perfektion sagst, weißt du, was dann passiert? Dann passiert was ganz, ganz Großartiges. Und zwar passiert dann das, was ich vorher aufgezeichnet habe, dass du plötzlich die anderen genauso siehst wie du, dass du plötzlich die anderen auch siehst, wie sie erfüllt sind, wie sie geliebt sind, wie sie Liebe sind, wie sie auserwählt sind, wie sie gewollt sind, wie sie erwünscht sind, wie sie richtig sind, wie sie hier sind. Und das nennt man doch tatsächlich Heilung. Das nennt man Heilung. So entsteht Heilung. Aber dazu muss ich anerkennen, dass ich das Zentrum bin, dass ich das Zentrum der Ansichten bin, dass ich das Zentrum der Sichtweisen bin, dass ich das Zentrum der Perspektiven bin, dass ich immer wieder wähle. Und wenn ich mich selber wähle im Divine Design, dann kann ich andere auch da wählen. Und erst wenn ich es schaffe, zu erkennen, dass die anderen eben genau das sind, was ich bin, also meine Reflexion, dann kann ich sehen, wo ich eben noch nicht das bin, was ich gerne sein möchte, indem ich noch andere sehe, die mich ablehnen, die mich nicht respektieren, die mich nicht unterstützen, die mich nicht wählen. Wenn ich fühle, dass ich nicht gewählt bin, dass ich nicht Number One bin, dass ich nicht die bin, die mein göttliches Design für mich vorgesehen hat, weil die anderen es mir nicht zeigen, sich nicht mir so gegenüber verhalten, dann weiß ich ganz genau, dass ich noch nicht bin, was ich in Wahrheit wäre. Dann weiß ich das. Und dann liegt es an mir, dass ich immer wieder zurück zu mir komme. Dass ich zurück zu mir komme, dass ich mich wähle zuerst. Ich bin mein Selbstkonzept. Dass ich genau an dieser Stelle anfange, immer nur bei mir, aufhöre, wirklich dann nach außen zu schauen. Da brauche ich nichts außer Feedback. Wenn ich außen etwas sehe, ist es Feedback. Das brauche ich. Dieses Feedback, mit dem kann ich arbeiten, wenn ich weiß, dass ich das im Außen eben auch bin. Und wenn ich im Innen mich verändere und mein Mindset auf das, was ich wirklich bin, aus göttlicher Sicht her, ohne Zeit, ohne Vergangenheit, sondern nur jetzt, immer wieder jetzt festlege, dann werde ich im Außen das sehen, was ich bin im Innen. Und wenn ich weiß, ich bin im Innen erfüllt, wenn ich weiß, ich bin im Innen respektiert, wenn ich weiß, ich bin im Innen wertgeschätzt, wenn ich das alles für mich selber weiß und für mich selber spüre, für mich selber anerkenne, dann wird die Reflexion im Außen mir genau das zeigen. Und was möchte ich gerne reflektiert? Ich möchte finanziell frei sein. Ich möchte finanziellen Überfluss haben. Aber dazu muss ich zuerst im Überfluss sein. Ich kann keinen Mangel mehr erkennen, sehen, spüren, wahrnehmen,
ich muss mich so fühlen und präsentieren dem Leben gegenüber, wie ein Mensch, wie eine Person, wie eine Seele, wie eine Energie, die immer im Überfluss ist, die nicht aus Mangel sieht oder denkt. Und das ist diese Arbeit. Das ist diese Arbeit. Und das nenne ich einfach, ich muss mich entscheiden. Ich muss durch ein Portal hindurchgehen. Hier durch ein Portal, durch eine Tür. Okay. So. Hier durch diese Türe gehe ich in mein göttliches Design, in mein Divine Design. Da gehe ich rein und da bleibe ich. Und hier auf meinem YouTube-Kanal findest du eine Meditation, noch eine Anleitung, noch eine andere Erklärung für das Portal, wie du da hier durchgehen kannst, durch das Portal und dann hier bleiben in deinem göttlichen Design der Fülle und der Erfülltheit. Und dann sind alle Wünsche sind erfüllt. Die sind einfach erfüllt. Du hast die Erfüllung erreicht. Wünsche sind erfüllt. Aber dazu brauchst du dieses göttliche Ich Bin. Ich bin Divine. Und ich nenne es lieber Divine, weil Gott in unserer Sprachreihe so, so negativ belegt ist. Divine ist für mich einfach reich, in Fülle, erfüllt, ohne Mangel, in Liebe, ohne Angst. Und das ist auch ein großes Ding, ja. Die Angst, die schiebt dich immer wieder zurück zu deinem Menschen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass diese Angst transformiert wird in göttliche Fülle, in göttliche Liebe, in göttliche Begeisterung. Und das funktioniert nur, wenn du diesen Switch machst aus dem menschlichen Design, aus dem menschlichen Denken in dein göttliches Design, in dein absolutes, perfektes Sein. Und dann darfst du so über dich denken. Dann darfst du so über die Welt denken. Dann darfst du solche Ansichten haben wie Gott. Ja, dafür bist du da. Dafür hast du die Energie. Es ist nur ein Mindset-Shift. Es ist ein Mindset-Shift. Und der ist so schwierig, weil der alte Mindset, der Ego-Mindset, der dir sagt, ja, ich bin aber die Tochter, die Ausgebildete, ich bin die und die und die und die. Ich bin diese ganzen Geschichten, die ich glaube. Und ein Mindset ohne Geschichte, ein Mindset ohne Vergangenheit, ein Mindset ohne Zeit, ein Mindset ohne Ort, dieser Mindset. Und wenn du schaust, wie viel Mindset mit Zeit und Ort mit dir in Verbindung bringen, die meisten Leute haben einen Mindset, wo sie sich in Verbindung mit Zeit und Ort identifizieren. Mit Zeit und Ort meine ich, du identifizierst dich mit den Umständen, die jetzt sind, die später kommen werden, vor denen du oder die du erwartest. Du identifizierst dich mit den Umständen, die mal waren. Und diese ganze Identifikation, die muss weg. Du musst bereit sein, neu zu sein. Neu, 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 komplett neu. Du darfst neu sein, weil du bist ja das, was du bist. Also musst du nichts, was mal war oder was für andere war, in Betracht ziehen, sondern ich bin neu. Und nur dieses neue Sein trägst du in die Zukunft. Und dann bist du frei. Wenn du neu bist, bist du frei von allen Einschränkungen, von allen Verletzungen, von allen Ängsten, von allem, was dich so belastet und niederdrückt. Und ich kann dich nur einladen, wenn du das verstehst. Wir starten morgen mit das Portal.
Es sind 2 Monate, wo wir genau an diesem Mindset arbeiten, an diesem Shift, wo wir die Ängste aufdecken, die dich immer noch in deinem alten Seinszustand halten, wo wir die äußeren Einflüsse, an denen du dich noch orientierst, auflösen und transformieren, so dass du in ein Ich-Bin-Seinszustand kommst, der hundertprozentig nur noch Gutes, God is good, nur noch Gutes, nur noch Erwünschtes, nur noch von dir Gewähltes für dich und andere manifestiert. Und dazu musst du durch dieses Portal hindurchgehen und dein menschliches Sein, deine menschliche Geschichte bereit sein abzulegen. Und wenn du das nicht tust, weil es dir so wichtig ist, wer du früher warst, was du früher erlebt hast, weil du nicht bereit bist, alle Geschichten zur Seite zu legen, weil dein ganzes Leben hast du über dich und deine Geschichte gesprochen und über die Geschichte von anderen Menschen. Und es war immer relevant für dich, wo jemand geboren ist oder wo jemand aufgewachsen ist, wie jemand aufgewachsen ist, was für ein Drama oder Trauma er in der Vergangenheit hatte. Das Ganze ist nur relevant, wenn du es immer wieder in die Zukunft ziehst. Das Ganze ist nur relevant, um vielleicht zu erklären und zu erkennen, was für einen Mindset du gerade noch aktiv hast. Weil dieser Mindset manifestiert immer. Das ist das Einzige, was manifestiert, dein Ich-Bin-Mindset. Sonst manifestiert gar nichts auf dieser Welt. Und alles, was du im Außen siehst, ist durch deinen Ich-Bin-Mindset manifestiert worden. Und wenn du jetzt bereit bist, diesen Ich-Bin-Mindset abzulegen und zu sagen, ich bin das einfach nicht mehr, weil ich weiß, ich bin göttliches Design und ich kann jetzt genau so leben, ich darf mich so fühlen, ich darf mich selber so sehen. Wenn ich in den Spiegel schaue, ich darf andere so sehen. Dann bist du durch ein Portal durchgegangen, das dir eine neue Welt eröffnet. Eine neue Welt in Fülle und Erfüllung. Und die ist für uns alle da. Wir müssen nur da durchgehen. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt diese eine Tür raus aus dem menschlichen Design in dein göttliches Design. Diese eine Tür. Und durch diese Tür musst du gehen und bleiben. Und wenn du immer wieder zurückgehst in dein menschliches Design, weil du gerne dazugehören möchtest oder weil deine alte Programmierung dir immer wieder sagt, ich muss mich vergleichen oder ich muss irgendwo in Beziehung mit anderen Menschen mich irgendwo positionieren, höher oder tiefer, dann ist das dein Ego-Human, menschliches Design, das einfach so programmiert ist, aber du musst diesem Programm nicht mehr Folge leisten in dem Moment, wo du durch die Tür durchgegangen bist und erkannt hast, nee, wozu? Das braucht niemand, das will niemand, ich will das nicht, niemand anders will das auch nicht. Ich gehe durch diese Tür und ich nehme meine ganze Welt mit. Ich nehme all meine Liebsten mit, ich nehme meine Family mit und ich sehe sie alle neu aus dieser höchsten, perfekten Perspektive. Und so passiert Heilung von finanziellen Situationen, so passiert Heilung von körperlichen Situationen, von Krankheiten. Und weil du in dem heilen Zustand plötzlich bist, weil du angekommen bist, weil du durch die Tür in einen heilen Zustand gegangen bist, weil alle Zustände sind dir gleichzeitig zur Verfügung. Nur du rennst immer wieder durch Türen, die dich in einen Zustand, in eine Welt, in eine Ansicht, in einen Mindset bringen, in dem Mangel herrscht. Und ich würde dir raten, diese Türen einfach nicht mehr zu öffnen und zu begehen. Und das braucht so viel Konsequenz, das braucht so viel dranbleiben, das braucht so viel wiederholen, weil ich bin mein ganzes Leben lang durch Türen des Mangels gegangen, durch Türen, wo ich schlechter bin, wo ich nicht gut genug bin, wo mir Dinge fehlen, wo ich mich dementsprechend schlecht fühle, wo ich dementsprechend Angst habe. Und plötzlich durch diese Tür nicht mehr zu gehen, obwohl sie mir zur Verfügung stehen. Ja, in der Bibel steht ja auch, My mansion has many rooms, oder? Also meine Villa hat ganz, ganz viele Räume. Gottes Villa hat ganz, ganz viele Räume. Du kannst jeden Raum wählen.
Aber ich würde den Raum der Fülle wählen und nicht 100.000 Räume des Mangels. Und in dem Raum der Fülle ist dann alles erfüllt, ja, erfüllt. Diese Energie der Erfüllung, die fühlt sich an wie Liebe. Die fühlt sich an wie Liebe, die fühlt sich an wie Begeisterung, die fühlt sich an wie auch Dankbarkeit, ja, diese Energie. Aber wenn du immer noch dabei bist und versuchst, dankbar zu sein für das, was du hast, aus dieser Mangelperspektive, aus dieser menschlichen Perspektive, dann wird sich das so schlecht anfühlen. Dann wird sich das so, jetzt muss ich auch, schau dir das Video zum Thema Dankbarkeit an. Es geht immer um das Gleiche. Es geht darum, dass du es verstehst. Es geht darum, dass du deinen Mindset auf deinen göttlichen Mindset ausrichtest, dass du nur noch so denkst, dass du nur noch so fühlst, dass du nur noch so handelst, nur noch dominant, dominierend, überwiegend, mehr ja als nein. Und dann wird sich alles dem anpassen. Es kann nicht anders sein, das ist das Gesetz der Energie, dass du bist, was du bist. Und wenn du bist, was du bist, dann ist alles dementsprechend angepasst. Es ist getan, dein Reichtum ist getan, deine erfüllende Beziehung ist getan, dein erfüllender Lebensstil ist getan, dein erfüllter Körper ist getan, dann it's done. Das ist so, so einfach. Und gleichzeitig so, so schwer, weil wir halt immer wieder, wenn es Ja gibt, dann wird auch gefragt, willst du Ja oder Nein? Willst du Fülle oder Mangel? Willst du gut oder schlecht? Das ist diese Frage in der dualen Welt, die sich dir immer wieder stellt, weil du ja gleichzeitig göttlich und Mensch bist. Und diese Wahl, wer du bist, diese Wahl, ich bin, immer wieder zu treffen und zu treffen und zu treffen. Das ist deine Aufgabe. Das ist deine Lebensaufgabe. Das ist der Sinn des Lebens, wenn du auch hier noch auf der Suche bist und deine Lebensaufgabe und deinen Sinn des Lebens finden möchtest. Ja, ihr Lieben, das war jetzt diese iPad Masterclass. Ich bin gespannt, wie das kommt. Also der Anfang war ja nicht so gut. Ich werde schauen, dass ich das vielleicht noch wegschneiden kann. Ihr seht mich hier. Ich muss da ein bisschen schräg schauen. Ich danke euch, dass ihr da wart. Ich danke euch. Ich hoffe, euch hat es gebracht. Hinterlasst doch bitte mal ein paar Kommentare, damit ich weiß, ob ihr mich auf diese Art und Weise verstehen könnt, ob ihr diese göttliche Kreation, Divine Design Manifestation, so umsetzen könnt, wenn du mehr Hilfe brauchst, wenn du sagst, ich möchte in dieses Portal eintreten, komm in dieses Programm von mir, das Portal. Es wird so eine tiefgreifende Veränderung in dir hervorrufen, weil wir 2 Monate konsequent dranbleiben. Und ich kann dir nur sagen, das macht so einen Unterschied, ob ich konsequent bin oder nicht, ob ich es versuche oder ob ich es mache. Ob ich ein Commitment eingehe zu mir selber, zu meinem göttlichen Ich Bin. Und es ist einfach manchmal sehr, sehr hilfreich, wenn ich in einer Community bin, in einer Welt bin, in einer Umgebung bin, in einer Energie bin, wo diese Zweifel an meiner Göttlichkeit und an meinem göttlichen Sein, an meiner göttlichen Power keine Macht mehr über mich haben, weil alle wissen, dass sie göttlich sind und wir zusammen diesen göttlichen Weg gehen. Und aus dieser göttlichen Perspektive heraus kann es nur Fülle für dich geben, kann es nur Erfüllung deiner Wünsche für dich geben. Es ist nicht möglich, dass dann noch etwas anderes stattfindet. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag und bis ganz bald.